Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, ein schickes Gerät. Die Älteren kennen das Ding auch noch. Fiat Ducato. Ne? Allerdings, wenn man sich die Spurbreite vorne anguckt, ein sehr interessantes Fahrzeug. Ein Camper, wie man sieht, Hochdach. Ja. Der Wagen zieht Diesel in den Innenraum, der kommt aus der Nachbarschaft. Also zeitweise aus der Nachbarschaft, wie man sieht, ist es ja ein Reisemobil. Am Wochenende ist das Ding hier. Ja, bei offenem Fenster durch den Sog im Innenraum zieht er sich Diesel, also Abgase rein. Und ein, zwei Roststellen hat das Ding. Einmal hier. Harmlos, ne? Sind hier zwei Bereiche. Dann haben wir hier zwei Bereiche, wo jetzt mal langsam was gemacht werden muss, ansonsten ist es durch. Schweller und sowas in der Richtung hat er schon mal neu gekriegt, aber hier oben wurde offensichtlich nicht viel gemacht. Ja, ich habe jetzt schon mal, hier unten ist der Auspuff, ne? Ich habe jetzt schon mal die Belüftung der Heizung zugemacht. Die Heizung wird nicht mehr genutzt. Kann natürlich sein, dass er sich da was reinzieht an Dieselabgasen. Qualmt auch ein bisschen viel, finde ich. Aber ist eine andere Geschichte. Wie man hier sieht, die Spurbreite ist gewaltig. Das ist kein normaler Ducato. Ja, sonst finde ich jetzt auch keinen großartigen Rost. Die Seite ist am meisten betroffen. Ja, ist kein normaler Ducato. Ach Gott. Wer den Fiat Ducato kennt, wird jetzt mal das Licht anmachen. Ja, wer den Fiat Ducato kennt, wird hier sehr überrascht sein, hier eine Kardanwelle festzustellen. Wahrhaftig ist einer der sehr seltenen Allradumbauten. Gewaltig, nicht? Ist wirklich hammermäßig. Ja, der Auspuff geht da drüben. Dann hier über die Kardanwelle und dann hier rüber. Ja. Allrad Ducatos sind verdammt selten. Ja. Gut. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, der zieht sich Dieselabgase rein. Die Frage ist, wo? Nur bei offenem Fenster, ergo, das bedeutet irgendwo hier hinter. Irgendwo hier hinter. Hier sieht man ganz gut den Abgasstrahl sozusagen. Ist Euro nix. Und da oben praktisch diese Frischluftzuführung für die Heizung. Ja, Frage ist jetzt, zieht er sich das da rein? Deswegen habe ich das schon mal abgeklebt. Was auch noch so ein Kandidat ist, normalerweise solche Türdichtungen. Ich bezweifle jetzt einfach mal, dass die Abgaslageanlage das von da aus bis hier vorne hin während der Fahrt bringt. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ich muss feststellen, dass diese Ducato, die alten Ducato vom Blech her wesentlich stabiler sind als die neuen. Ja. Hm.
Gut, wir werden uns gleich mal auf die Straße begeben und mal einen Test machen. Ich werde mich da hinten vor die Heizungsausströmer legen und mal gucken, ob das jetzt immer noch stinkt. So, wir sind mit dem Wagen jetzt unterwegs, also ich rieche nichts mehr. Aber wir werden jetzt einfach mal die Besitzerin gleich mal einladen und dann schauen, was ihr Eindruck ist, weil sie hat es ja immer wahrgenommen. Was wir festgestellt haben, die Kupplung ist ungefähr so flexibel wie ein Granitfelsen. Also, mein Vater hatte das Ding als Wohnmobil und der ließ sich wirklich sehr einfach schalten bzw. außen einkuppeln. Ich glaube, hier ist irgendwie die Betätigung in Weimar. Ja. Kühlmitteltemperatur ist auch immer noch sehr kalt. So deutsch das Ding ist auch im Eimer. Ja, ist aber alles lösbar. Ja, ich muss euch unbedingt was zeigen. Vor 7 Jahren bin ich hier hingezogen. Und da standen die da schon. Ich finde, das ist ein Langzeitkunstwerk. Die stehen ja 7 Jahren hier. Vorher stand dahinter noch ein BMW, ein 5er. Den Besitzer kenne ich, ne? Also der fährt die Autos, bis sie keinen TÜV mehr haben und dann lässt er so einfach hier stehen. Flechten. Sowas von hübsch. Ja. Könnte man quasi als Kunstprojekt interpretieren. Stören ja auch keinen. Also von daher, ne? Finde ich klasse. Interessanterweise haben die verdammt wenig Rost. Obwohl beide massive Roster sind, ne? Seit 7 Jahren stehen die genau an dieser Stelle. Die haben sich noch nicht bewegt. Niemals. Ja. Übrigens schöne Bäume hier. Ja. Ja, der müsste jetzt eigentlich schon ein Oldtimer sein, ne? Selbst der Innenraum sieht echt gut aus. Kein Schimmel drin, kein gar nichts. Naja gut, die Autos trocknen ja auch wieder raus, ne? Durch die Sonne. Uno war schon immer ein schönes Auto. Ich kann mich noch erinnern, vor kurzem, gefühlt, vor kurzem hast du die Dinger für 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen immer noch nicht weggekriegt. Und jetzt ziehen die an. Tja. Kein Rost? Der Hammer, ne? Natürlich, man sieht, dass sie hier draußen stehen seit 7 Jahren, aber... Wie viel hat er denn runter? 72.000 Kilometer hat er runter. Warte mal. Da, 72.000. Ja, ich muss mal mit ihm sprechen, vielleicht kriegt man den mal wieder ans Laufen. Ja, der hat eh einen 5-stelligen Tag, oder kannst du so, kann sowieso alles Mögliche draufstehen. Das kriegst du halt eh nicht raus. Ja, 7 Jahre. Und kein Rost. Ne? Man kennt es ja normalerweise bei dem Fiesta, hinten am Tankdeckel und sowas in der Richtung, aber nix. Als Kunstprojekt echt schick. Da soll noch mal einer sagen, meine Autos sind vergammelt, weil sie auf der Wiese stehen. Meine werden ja auch alle regelmäßig bewegt, ne? Gut. Dann wollen wir mal weiter. So. Da ist der sogenannte Feierabendkeks. Er hat irgendwas gesehen, was er haben möchte. Der Sonnenuntergang gibt sich alle Mühe. Ja, ich habe mir den Ducato komplett angeguckt. Habe jetzt gesagt, wir müssen als allererstes mal das Kupplungsseil wechseln, weil der Wagen ist, du stehst da wirklich mit 2 Füßen drauf. Ja, du merkst das irgendwann nicht mehr. Wenn du das Auto täglich fährst, klar, merkst du nicht mehr. Aber übel, wirklich übel. Ich gesagt, das muss mal als allererstes gemacht werden. Dann muss die Dieselpumpe eingestellt werden. Ich ziehe gleich mal hier in den Bereich Lüneburg, gibt es da eine Adresse.
Das ist ein Bosch-Dienst, der nennt sich Teeding. Landläufig hier auch bekannt unter dem Namen Dieselkönig. Ja, Einspritzpumpen etc. Ne? Ist wirklich die große Kompetenz mit allen möglichen Prüfständen etc. etc. Und nicht wahnsinnig teuer. Diesel, CDI, Hochdruckpumpe, Überholung komplett 170. Kann man mit leben, muss ich sagen. Ne? Was machen die Gänse eigentlich da hinten? Ja, die Lichtmaschine für den Volvo ist unterwegs, dann läuft er auch wieder. Der kleine blaue wird auch in Kürze laufen. Zahnriemensatz ist unterwegs. Ein Stück vom Auspuff muss ich neu machen. Der war ein bisschen so am Abschnüffeln, das hat ein bisschen genervt, muss ich sagen. Ansonsten kennt ihr den ja. Der hat auch TÜV bis 23. Also so weiter ist da nichts dran zu machen. Also wie gesagt, Zahnriemen ist aber auch nur wegen des Alters. Also, Drall ist ja eigentlich noch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die bei diesen Motoren, bei diesen etwas moderneren Motoren, merkt man das, wenn die Leistung nachlässt. Und der lässt die Leistung wirklich nach. Da, wenn er ein bisschen länger geworden ist, droht noch nicht zu reißen, aber ne, durch den Zahnriemenspanner ist das auch alles noch sicher, aber man merkt doch, dass die Leistung, dass die Steuerzeiten nicht mehr so ganz stimmen. Ja, und dann, oh. Was sehen denn? Meine Augen da. Das sieht gut aus. Ja, wird mal langsam Zeit, hier mal rumzuernten. Ne? Erbsen. Zumindest die Erbsen sehen schon mal gut aus. Ja, die Schnecken haben wir jetzt ja einigermaßen in den Griff gekriegt. Der Storch war da, hat Schnecken gesammelt. Nicht schlecht. Ja. Ja. Das ist das allererste. Der qualmt zu stark. So, dass da irgendwo Abgase reinkommen, klar. Die Dichtungen sind auch nicht mehr die besten. Ich gucke jetzt nach Meterware für die Heckklappe und für die Fahrertür. Beifahrertür geht noch. Löcher hat er nicht großartig. Das Abgeklebte hatte schon ein bisschen, hat schon ziemlich gereicht, um diesen Dieselgestank aus dem Auto rauszukriegen. Schon gar nicht schlecht. Ich werde verfolgt übrigens. Ja. Miezekatze. Ja, das hat schon gereicht, um den Dieselgeruch rauszulassen. Aus dem Innenraum. Aber um sicher zu gehen, die Türdichtungen können ja mal, ne? Können ja auch mal neu. Vor allen Dingen die Heckklappe, sagten sie auch, da regnet es ordentlich, hoffe ich mal rein. Ist dann wohl besser, wenn das alles mal gemacht wird. Der Himmel ist echt fantastisch heute. Dieselpumpe einstellen, klar, der hat jetzt über 300.000 runter. Ich gehe nicht davon aus, dass er jemals eine Grundeinstellung mal gekriegt hat danach. Steuerzeiten überprüfen, sicher, klar. Und Luftfilter überprüfen, etc., etc., etc. Das macht alles Diesel-Teeding, dass sie uns das Rauchen ein bisschen abgewöhnen. Da ist der nächste Verfolger erwischt. Gut, ja, also mit den Aufgaben habe ich es jetzt erstmal wieder weggeschickt. Den Rost mache ich später. Ich glaube, ich kriege im Moment noch nicht so richtig Schweißarbeiten hin. Geht gerade wieder so richtig aufwärts. Infusionen haben funktioniert. Also von daher, ein, zwei Tage lasse ich es noch ruhig angehen und dann kann das wieder losgehen, ne? Tja. Ja, die Gänse sind sehr aufgeregt. Die zeige ich euch mal. Ist eigentlich so Kanal meiner Frau, aber
Bitteschön. Diesmal bin ich zuerst dran. Die haben nämlich hier geerntet. Und da ist jetzt die große Diskussion. Wer kriegt welches Korn? Jetzt muss ich ganz ruhig halten. Alles Gänse. Und das bis zum Horizont. Klasse. Ja. Das Konzert haben wir jetzt noch ein paar Tage, dann machen die sich vom Acker. Oh, ein kleines Stückchen Sonnenuntergang habe ich da noch in der Ecke. Heute muss ich echt hinterherlaufen. Die streiten sich wirklich, ne? Ja, also weizenmäßig sind wir in Zukunft versorgt. Das Feld daneben ist noch nicht gemacht, aber hier haben sie schon mal runtergeholt. Sehr gut. Ja, Thema geklautes Auto. Besagter Polizist will immer noch Druck ausüben, beziehungsweise diese Tante, die Mutter will auch noch immer Druck ausüben. Total lächerlich. Irgendwelche Polizeivorladungen, wen interessiert das? Jeder Anwalt würde mich erschießen, wenn ich da auch nur hingehe. Hm? Lächerlich. Man geht zur Polizeivorladung als Beschuldigter nicht hin. Hm? Gerne mal bei YouTube eingeben. Geht man als Beschuldigter zur Polizei? Nein, da geht man nicht hin. Da ruft man seinen Anwalt an und dann sagt er, der Polizei schickt man die Akte rüber. Vorher sagen wir überhaupt nichts. Ja, und da das nur Ablenkungsmanöver sind, weil sie von sich ablenken möchte, weil sie nicht bezahlen möchte. Ja. Ich habe auch jetzt die Schnauze voll. Ich habe jetzt ein Inkassounternehmen beauftragt. Soll sich mit denen auseinandersetzen, wenn die Leute da bei ihr vor der Tür stehen. Und alle in der Nachbarschaft wissen, dass sie Schulden hat, die sie nicht bezahlen möchte. Ja, ist total gut für die Kreditwürdigkeit. Aber nicht mehr mein Problem. Ne? Wer sich seine Realität zusammenlügt, den Schwachsinn nachplappert, den die eigenen Kinder erzählen. Ne? Wen zum Teufel interessiert? Ist nicht mehr mein Problem. Inkassofirma gibt mir 90% von meiner Forderung. Ne? Und die prügeln das bis zuletzt durch. Ne? Das ist wirklich gut für Selbstständige. 90% ist besser als nichts. Vor allen Dingen sind die 90% zeitnah da. Alles andere sollen die bitte erledigen. Ich sag ja, wenn das ganze Dorf und ganz, die ganze Gegend hier weiß, dass sie Schulden hat, die sie nicht bezahlen möchte, wenn die Schufa erstmal damit einsteigt, dann wird sie sich das schon überlegen. Ne? Ja, die werden jetzt ab nächsten Montag, also nicht diesen Montag, den Montag danach, werden die aktiv. Wollen wir mal gucken, was das Schuldnerverzeichnis so sagt. Ich muss mich auch nicht um jeden Scheiß kümmern. Ne? Irgendwann sind die Nerven auch mal runter und dann habe ich keinen Bock mehr. Ja. So, zum Thema Sierra. Ich habe noch einen angeboten bekommen. Das hier ist ja ein 2 Liter Doppelnocker. Fährt auch, kein Problem. Nur ich habe halt keine Papiere für das Auto. Also ich habe eine Besitzurkunde über das Auto, aber ich habe keine Papiere. So. Den schlachte ich. Ich bekomme ein Fließheck mit der gleichen Maschine. Elektrische Fensterheber, noch ein bisschen besser ausgestattet. Und den hier lagere ich mir komplett ein. Der hier hat wirklich keinen Rost, das ist das Gute. Der kommt dann dem Silbernen zugute. Den mache ich als allererstes fertig, dazu noch TÜV. Ja. Ja, dann geht der hier über den Jordan. Ich habe auch noch Ersatzteile hier drin in dem Auto. Noch mitgekriegt.
Die Kotflügel bei Ford zu der Zeit waren ja verschweißt. Hm? Kofferraum aufmachen. Ja, hier muss echt noch was gemacht werden. Ne? Also sind wir uns einig. Dann lieber auseinanderbauen. Gut. Neuer Auspuff, neuer Kotflügel. Ja. Sogar relativ gute Qualität. Ja. War alles dabei gekriegt. Ja, ja, Auspuff. Ja, alles einlagern. Witzigerweise machen sie heute damit Werbung. Huch, das ist aber innovativ. Ne? Rücksitzbank entriegeln. Ja, Ersatzteile kann man nie genug haben für so ein Auto, gerade für einen Oldtimer. Dann geht der halt über den Jordan. Der wäre lackmäßig auch wirklich übel gewesen hier. Der hat echt überall Sonnenbrand. Ja, hier sieht man das. Komplette Klarlack weggebrannt, oben auf dem Dach auch. Der andere sieht wesentlich besser aus, hat zwar zwei, drei Roststellen, aber komplett hat der Motor läuft, hat auch wenig gelaufen. Fließheck gefällt mir persönlich besser als die Limousine. Ich kann mich noch erinnern, dass aber das Fließheck der Ausdruck der Spießigkeit. Und gefühlte 5 Minuten später kommt Audi mit irgendwelchen A5 um die Ecke. Da habe ich auch gesagt, wen wollt ihr eigentlich designmäßig verarschen? Jetzt kommt ihr quasi mit einem Passat Fließheck um die Ecke und das Ding ist hip oder was? Ja, Audi-Käufer kaufen wirklich alles. Ja, ist manchmal echt so. Vom Eindruck her, ne? Ja, die Räder sind hier wie neu. Motor läuft, Getriebe läuft eigenermaßen. Hört sich schlecht an. Hier muss echt regelmäßig das Getriebeöl gewechselt werden. Ist keine Automatik, ist ein Schalter. Die sind aber bekannt. MT75 heißen die, glaube ich. Üble Dinger. Das Differential hier hinten ist in den Fritten, das weiß ich. Ja, aber wie gesagt, Teile, Teile, Teile. Ne? Die werden nicht mehr Sierra-Teile. Ne? Was da über den Jordan gegangen ist an Autos. Zahnriemen und Kupplung für den anderen liegen schon im Auto. Werde ich jetzt demnächst rangehen. Die Radläufe schneide ich hier raus. Da ist ja noch ein bisschen was dran. Ne? Also die restlichen Teile schneide ich aus dem hier raus, weil, wie ihr seht, der hat nichts. Ne? Und ich kriege auch so schnell keine Papiere für das Auto. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Weil der endgültig abgemeldet ist. Derjenige, der so ein Ding schon mal gekauft hat, endgültig abgemeldete Autos, der weiß, worum es geht. Ja, normalerweise mit Entsorgungsnachweis etc. etc. Der wird auch entsorgt, fachgerecht, halt der Rest, den ich übrig lasse. Ne? Ja, so ist das. Ja, also wie gesagt, danke nochmal für die ganzen Genesungswünsche. Mir geht es auch wirklich schon besser. Nicht mehr ganz so kurzatmig. Es war definitiv der Norovirus, wieder mal. Zweimal im Jahr braucht man das echt nicht. Ah, Gänse. Wie man hört. Es war der Norovirus, nochmal, ja. Den braucht man echt nicht zweimal im Jahr. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Naja. Gut, ich habe Hunger. Und mir fällt auch ehrlich gesagt nichts mehr ein. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.